und beende die Aufnahme nach 1,5 Stunden. Hin und her und hin und her und hin und her und hin und her. Hallihallo, Hallöchen und willkommen zu einer neuen Aufnahme von Magic Farm 2 und ich bin hier heute mal allein auf dem Server. Oh, und es ist Tag, das ist auch schön. Und ja, ich wollte heute ein bisschen was machen und zwar, ja, ein Lager bauen, da wir, ja, ein Lager brauchen. Du kommst mal hier rein, die Kiste hier lassen wir zum Beispiel draußen, aber ich brauche für das Lager und alles richtig viel Holz. So richtig viel Holz. Oh, noch ein Greatwood Sapling. Hier so einen richtig großen Baum wieder hinten wäre auch schon geil, aber ich glaube, das tue ich jetzt meinen Kollegen hier drinnen nicht an. So, ich bräuchte... Ja, Platz im Inventar habe ich ja. So, die Pickaxe, die habe ich auch da und die ist ja Mining Level Tin und wir haben auch ein bisschen Tin. So wie ich das gesehen habe zumindest. Wenn nicht, dann muss ich noch mal kurz schauen. Tin. Nein, das ist kein Tin. Das auch nicht. Aluminium ist auch kein Tin. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Ich bin gelernter Metallbauer und das wäre mir neu. Das heißt, ich bräuchte noch ein bisschen Eisen. Da holen wir uns einfach hier noch einen Bahn raus und reparieren mal diese schöne Spitzhacke, die wir haben. Eisen ist ausgewählt. Gib mir, gib mir, gib mir. So, und wir haben Eisen und da rein und da rein. Die ist jetzt wieder ein bisschen repariert. So, wofür brauche ich denn auch Tin? Ganz einfach. Bist du Tin? Nee, Aluminium. So, wir brauchen ja einen großen Raum, wo wir unser Lager reinbauen können. Und ja, beim Ausheben kann ich mit der Tin-Spitzhacke schon mal genügend XP sammeln, damit die sich wieder auflevelt. Oder ja, durchs Ausheben vom Lager wird sie sich wahrscheinlich noch nicht komplett aufleveln, aber es sind einfach Level, die sonst verschwendet werden. Und das braucht sie auch nicht. Ich bin noch das letzte Mal auf Zinn gestoßen, was mir den Weg blockiert hat. Du bist kein Tin. Das weiß ich. Du bist Redstone, wenn ich dich abbau und nix drop, dann schlägt mich Mythos. Hier irgendwo war doch Tin. Das gibt's doch nicht. Aber ich hab das noch nicht abgebaut, das weiß ich. Also, wissen tue ich's nicht, aber ich vermut's, weil ich's in den Kisten nicht gefunden habe. Oder ich hab's irgendwo anders hingeschmissen und erinnere mich jetzt nur nicht mehr dran. Wir haben ja in der Welt hier Tin ohne Ende gefunden. Jetzt müsste ich nur noch wiederfinden. Ja, das könnte ich jetzt auch abbauen. Mit der schönen Spitzhacke. Das bringt mir jetzt aber nicht sehr viel. Mein Hunger geht schon wieder runter wie die Hölle. Oh. Das ist blöd. Mein Brot reicht vom Harvest Level nicht aus für diesen wunderschönen Cobblestone. Hier geht's hoch. Leute, hier muss doch irgendwo Tin sein. Oh, dunkel. Dunkel ist böse, wie wir wissen. Und ich habe das Glück, nicht im Bett rumzubuggen.
Irgendwo muss doch hier das Tin sein. Tin. Tin? Ganzen Greatwood Logs sind hier auch raus. Da unten ist noch ein bisschen was. Tin. Da bist du. So, jetzt ist die Frage aller Fragen, gibt's eine normale Tin Pickaxe oder Bronze? Nein. Eisen ist auch da, das ist auch gut. So, dann würde ich sagen, ich hole mir mal die ganzen Dinge, die ich brauche, erstmal für die große Axt. Dafür brauche ich dich. Habe ich den großen schon gebaut? Nein. Dich und der Tough Rod Pattern. Das war der normale. Da ist es. So, wenn ihr die Kiste hier direkt nebendran habt, könnt ihr hier alles reinwerfen. So, einmal Tough Rod. Das braucht ihr mehr. Und das funktioniert bei mir hier oben nicht. Keine Ahnung, ich glaube Wookie, wenn es hier reinliegt, oben funktioniert's, komischerweise. Aber nicht ärgern, nur wundern. Was brauchen wir noch? Wir brauchen die Large Plate. So, und Gold haben wir ja auch das letzte Mal gesammelt. So, ich würde natürlich gerne die ganzen Cast Forms hier haben. Ah, Tough Rod Pattern haben wir, das heißt, das kann ich mir sparen. Aber die anderen werde ich brauchen. Molten Aluminium Brass. Den Axtkopf. Und das hier brauche ich. Und wir haben noch 5 Stück übrig. Das ist schön. So mag ich das. Dann brauche ich dich hier einmal aus Kupfer. Und die Tough Rod Pattern, die ist hier. Dich brauche ich nämlich auch aus Kupfer. Oder ja, brauche nicht unbedingt, aber dann spare ich mir ein bisschen an Eisen. So, du hilft nix, du aus Eisen. Na, ja, das braucht ein bisschen, das braucht 8 Ingots, um das hier zu füllen. Wie schaut's lavatechnisch aus? Lavatechnisch ist voll, das ist schön, sehr schön, sehr schön. Tin wollte ich drinnen haben. Und zwar wollte ich einen Bronzebahn. Elektrum, wegen dem einen Elektrum, was da jetzt unten drinnen war, hat er mir jetzt das Ding versperrt. Toll gemacht, Smeltery. So, ihr Teile, ihr könnt hier mit rein, wobei, da mache ich vielleicht noch eine extra Kiste. Ach ja, ihr seid ja aus Kupfer, deswegen schaut ihr anders aus. Es tut mir leid. Da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Das war eine Musik. Ich habe jetzt schon gedacht, da wäre jetzt irgendwas. Wo bist du denn? Da bist du. Dann haben wir dich. So, ich habe mal geschaut und die beiden hier aus Kupfer zu machen, ist noch die beste Alternative, um hier möglichst eine gute Mining Speed und noch eine Haltbarkeit zu haben. So, dann brauchen wir den Kopf. Du bist durch. Bronze haben wir 8. Ja, wir haben Bronze-Head. So, zum Reparieren brauchen wir aber auch Bronze.
Das heißt, ich werde mir jetzt hier mal 2, 3 rauslassen. So. Das andere, das kann ich theoretisch... Oder wisst ihr was, wir machen es aus Eisen. Nein, dich will ich nicht da reinwerfen. Wir haben noch genug Eisen. Das kostet jeweils 1 Ingot, also das ist wirklich günstig. Und es erhöht hier jetzt die Haltbarkeit doch ein bisschen. So. Mö. Ah, gut, dass ihr mich daran erinnert, Kühe. Euch muss ich noch paaren. So. Die hier ist jetzt besser als die hier. Ja. Glaubt mir, wenn ich euch sag. So, und jetzt brauchen wir Holz. Und der Grund, wieso ich jetzt diese Lumber-Eggs, so nennt sich das Ganze hier, gemacht habe, ist dieser schöne Baum. Jetzt muss ich nur schauen, ich habe bei mir auch mal einen Bug gehabt, dass ich den nicht direkt komplett abbauen konnte beim ersten Mal. Aber jetzt funktioniert's. Das ist das Schöne hier. Wir können den gesamten Baum einfach abholzen. Ich finde es so toll. Und da sind die Blätter noch zusammen. Das gefällt mir noch nicht. So, das ist aber ein reines Farming-Tool. Denn das Problem dabei ist, wenn ihr zum Beispiel ein Holzhaus oder sowas habt und versucht dann einen Block damit abzubauen, es funktioniert nicht. Es verschwindet dann so ziemlich das halbe Haus. Und das ist was, was man nicht so gern mag. Na komm, dann hauen wir dich hier auch weg. Dann haben wir hoffentlich hier keine Probleme mehr. Und Holzschwierigkeiten sollten wir dann die nächste Zeit auch nicht haben. Wie viel Zimt hier einfach rumliegt. Ja, und ich meine, die Menge an Holz hier, die ist schon... Und ihr habt ja im Livestream gesehen, wie lange das gedauert hat, ohne diese schöne Axt das Ganze hier abzubauen. Deswegen, es ist so wesentlich angenehmer. Wesentlich. Greatwood Saplings haben wir noch ein paar. Einen hier und einen hier. Ja. Das passt, in die Nähe von der Base werde ich nochmal einlegen. Von dir Eukalyptus bist du, glaube ich, ja. Werden wir hier auch noch einen neuen züchten. Ah, ich liebe Greatwood irgendwie, das schaut so richtig schön aus. Irgendwo, wo wir einen riesen Baum brauchen. Ich setze mal einen da vorne drauf. Mal schauen, was Mythos sagt, wenn es ihm auffällt. So, ich weiß jetzt nicht genau, wie viel Blöcke der wohin benötigt. Einfach mal hier. Das müsste ihm auf jeden Fall reichen. Das heißt, wir haben Holz. Wir haben Pickaxe. Sowas passiert, wenn man versucht, das Zeug zu übersetzen, anstatt einfach den normalen Namen dafür zu verwenden. Jetzt ist die Frage, ist Bali irgendwas gewachsen oder haben wir noch Dünger? Na,
Nein, da ist nix. Bali. Komm her. Komm her. Du bist noch zu klein, du kannst dich nicht mit der hier paaren. Entschuldigung. So. So. Das heißt aber, ich werde mir gleich mal eine Kiste bauen. Oder gleich ein paar mehr. Das sind 15 Kisten, das sollte für den Anfang eigentlich reichen. Die Frage ist jetzt auch, wo wir das Lager jetzt direkt hinbauen wollen. Hier hinten. Da ist es schon wieder Nacht, ich werde noch wahnsinnig. Schlaf schneller, jetzt bist du wach. Brav, gut geschlafen. So, wenn ich mich hier jetzt irgendwo reinbaue. Sagen wir, ich baue mich hier rein. Dann müsste ich ja sehen, wo ich ungefähr rauskomme. Das ist hier gut. Ich bin nur gerade am Schauen, wie ich das mache. So, mit Erde hier mal wieder zukleistern. Und Fackeln brauche ich auch noch. Torches waren hier mal drinnen. Wie gesagt, Wagen. 10 Stück, ja. Oh, ja. 60 Stück, die sollten für den Anfang reichen. So, dann machen wir hier mit Cobblestone zu. Da haben wir eh genug, damit hier nichts spawnt. Hier machen wir den Aufgang aber doch anders. Nämlich so. So, und euch hau ich noch weg. Ich brauche hier echt mal eine kleine Werkbank. Ach, nehmen wir die hier. So, wohin geht's hier? Ach ja, das ist ja Wookies geheimer Eingang. Wir haben genug an Cobblestone. Und wenn ich fertig bin, werden wir noch mehr davon haben. So viel kann ich schon mal sagen. Und du bist falsch. Du bist einfach nur falsch. Oder sollte ich hier noch... Ja, kommt. Gehen wir eins vor. Cobblestone. Okay, einstecken habe ich jetzt nicht mehr genug. Aber wir haben ja, wie gesagt, mehr als genug in den Kisten. So, ich hoffe mal, das freut an die anderen, dass wir hier auch ein bisschen, ja, was Schöneres haben. So, und das hier drauf. Mit einer kleinen Fackel. Fackelmann und Söhne. Das Bett muss weg. Ach nee, da ist ja Wookies Zimmerwand noch. Dann stellen wir das Bett mal hin. Ich fände es eigentlich auch geil, wenn wir irgendwo hier drüber wohnen könnten.
und dann hier so mit Fenstern rausschauen. Denn das Problem ist, oben auf der Slime-Insel, sage ich ganz ehrlich, wir haben jetzt hier uns eine kleine Base errichtet. Und, ja, problematisch ist, wir haben, ja, wir müssten dann eigentlich immer wieder hierher zurück. So, dann stelle ich das Bett mal um, wenn die anderen dabei sind. So, hier zugemacht und da kommt jetzt noch das Kleine hier hin. Hier wird auch abgebaut. Dann würde ich sagen, hier geht's durch. Aua, bist du wahnsinnig. Ist da einfach so ein kleines Drecksviech rausgekommen? Da drinnen ist noch was. Nein. Es war anscheinend nur der... So, machen wir es mal so, dann nehme ich nicht immer die andere Spitzhacke. Es war anscheinend nur der, Gem. Also der Erfahrungspunkt, der da rumgebackt hat. So, und jetzt würde ich sagen, von hier aus, 4 nach oben soll das Lager sein, oder sollte es zumindest sein, denke ich mir jetzt mal. Solange wir hier drüben dann nicht die Sonne erblicken, weil es da wieder rausgeht. Oh, Kohle. So. Ich meine, ich finde es zwar schön, viele verschiedene Dinge hier im Lager oder hier zu finden, die gleich angrenzen, aber... Es nervt einfach, weil man ständig das Werkzeug wechseln muss. Aber es hilft nichts. Oder machen wir die Decke 5 hoch? Da das Bett von Mesos? Ich glaube. So, ein paar Shards bekommen wir auch. Und nochmal Kupfer. So, und ich will natürlich gleich schauen, wie wir das am besten machen hier. Also hier sollte dann der erste Pfeiler sein. Ich kann noch nicht versprechen, ob es den anderen gefallen wird, was ich hier mache. Also, dass wir ein Lager haben, wird die jetzt bestimmt nicht groß aufregen, aber ob der Baustil dann so passt, aber es soll ja erstmal nur provisorisch sein, damit wir überhaupt was haben. An euch soll dann jeweils immer eine Fackel dran. So, und wie weit ich hier rüber gehe, weiß ich auch noch nicht. So, und wenn man im Loch steht,
steht, dann kann man da auch nicht so viel wirklich machen. So habe ich mir das immer gedacht. Na, so jetzt nicht. Komm her. Ich sollte auch das richtige Werkzeug dafür nehmen. Habe ich meine Werkbank noch da? Nein, die steht draußen. Rockhive? Ah, den baue ich jetzt mal lieber nicht zu. Okay, dann nehmen wir die unterste Kiste für sämtlichen Cobblestone. Jedes Mal das falsche Werkzeug. Oh, Apatit. Das heißt, wir haben wieder Dünger. So, und was haben wir hier noch? So wie ich die Decke dann am Schluss mache, das weiß ich auch noch nicht. Ob ich da überhaupt noch was ändere dann an der Decke, das weiß ich selber auch nicht. Ich würde sagen, das hier ist aber schon mal eine ziemlich schöne Größe für ein Lager. So, und genau so soll das natürlich auch nach der Drüben gehen. Das Kupfer holen wir uns auch noch mit. Einfach ein richtig schönes kleines Lager. Und ich hoffe mal, ich kann die Jungs damit überraschen. Wie schaut's hier aus? 61 schon beim Skill-Level. Das ist halt das Schöne, wenn man hier irgendwas zu machen hat. Deswegen wollte ich die auch gleich haben. So, und wieder einen Baumstamm. Und Kisti. Kisti alle. Schade. Naja. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, wie es sein soll. Und jetzt müssen wir nur noch schauen, dass es so wird, wie es sein soll. So, das heißt, hier kommt jetzt die nächste Reihe hin. Und von hier aus geht's in diese Richtung. Das heißt, hier kommen wieder Fackeln hin. Und ich muss die Pickaxe jetzt mal reparieren. Das geht hier einfach schön im Inventar. Und nach da drüben gearbeitet. Sag mir nicht, dass es da wieder rausgeht. Nein. Nein.
Oh Mann. Wisst ihr was? Ich setze jetzt den Berg fort. Mach hier vielleicht dann noch einen Seitenausgang. So, ich habe nämlich keine Lust hier das ganze Lager dann wieder zu versetzen. Aber dadurch, dass jetzt offen ist, habe ich doch die Lust verspürt, schlafen zu gehen. Nehmen wir einfach, dass das da ist. Methos, dein Bett backt. So, und geschlafen ist. So, jetzt sehen wir hier auch mal das ganze, die ganze Misere. Wobei, so schlimm ist es eigentlich gar nicht. Machen wir hier den Boden gleich mal anders. Arbeiten uns von dem Level aus rüber. Aluminium haben wir noch ein bisschen. Und noch ein bisschen Kohle und noch ein bisschen Aluminium. Es könnte schlimmer sein. Es hält mich jetzt auf. Ich weiß, da ist so viel Kohle und so viel schönes Zeug, aber ich habe keine Zeit. Entschuldigung. Würde ich sagen, machen wir hier das gleiche Spielchen und gehen dann von da aus noch rüber. Das heißt hier. Hier hoch und hier rüber. Ja. Und Gravel, der mir irgendwo runterfällt. Schön. Ich habe mit dem Baugrund nicht so wirklich Glück. Mal hier hin. Und das Telefon geht. Und ich werde da jetzt nicht rangehen. Und so ist es auch wieder aus. So, da ist, da ist, da ist, da ist. Mann, ohne dieses Gravel würde das hier wesentlich schneller gehen. Man kann sich's leider nicht aussuchen. Dann wäre hier der andere Baumstamm. So nicht. So. Und hier wäre der hier. Okay, Tag ist noch. Cobblestone. Mache ich hier wenigstens ein bisschen, dass es aussieht wie abgestürzt.
Kann ich? Ja, ich kann hier hoch, das ist gut. Oh yeah. Ich wollte einfach nur ein kleines Lager hinbauen. Okay, dimensionstechnisch ist es jetzt auch nicht mehr so klein, wie ich es mir gedacht habe, aber... Bist doch da falsch. Bist doch da falsch. Das weißt du doch. So und so. So wird er schon eher ein Shoot raus. Kann ich mich hier schön hinstellen und das ganze Steinzeug hier mal abfarmen. Ja, ihr seht schon, es gibt hier so viele verschiedene Erze. Und es gibt hier auch verdammt viel Gravel. Stören tut's mich jetzt nicht wirklich. Ich mag Gravel eigentlich, aber es nervt immer. Vor allem, wenn man gerade was anderes braucht als Gravel und den abbauen muss. Oh, und ich hab aufgelevelt. Wir können jetzt damit Diamanten abbauen. Das ist schön. Reparieren muss ich die Pickaxe auch noch mal bald. Mir kommt es auch so vor, als müsste ich hier den Madoc, also diese Breitaxt oder Breithacke oder wie die heißt, auf Deutsch auch bald upleveln, upgraden. Nein, reparieren, verflucht. Eins war es auf jeden Fall. So, Cobblestone, dann ist das hier mal für Erde gedacht, das hier für Holz, wobei davon brauche ich einen Stack. Wie viel Gravel hier einfach rumliegt. Ah ja. Was soll man machen? Ich bin auch am Überlegen, ob ich das Ganze mit dem schön bauen und Materialien auswechseln dann in der Folge mache oder ob ich dafür einen Livestream nehme. Und das hier ist jetzt nicht so wirklich interessant. Da schlafe ich selber schon fast ein. Das könnt ihr mir ja mal sagen, was euch da lieber gefallen würde. Wir haben es freigeräumt. Und ich brauche noch mehr Cobblestone. Ja, es sollte besser sein. Die Folge, die wird auf jeden Fall jetzt hier so lange gehen, bis das Lager halbwegs steht. Wo hat's mir das hier jetzt hingebaut? Genau,
Genau dahin wollte ich, Spiel. Minecraft kann Gedanken lesen. Du musst weg und du musst weg. Kannst du hier rein, und hier rein. Das Appetit werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Schon alleine für den Dünger. Und Soundcraft, ja, da werde ich auch irgendwas machen damit mal. Aber nicht in der nächsten Zeit. Es gibt andere Dinge, die sind hier jetzt momentan bei diesem Modpack Let's Play wichtiger. Du haust da oben noch ab. Und bevor ich hier jetzt noch Besuch bekomme, werde ich jetzt einfach mal so machen. Okay, passt doch. Genauso wie ich das wollte. Nein, auf welcher Seite wart ihr? Ihr wart auf der Seite. Vielleicht kann man zwei gleichzeitig machen? Ja. Das ist Verschwendung. Entschuldige, das ist Verschwendung. Überlegen. Nee, das hier, wenn ich hier was mache und hier, dann ist es zu wenig zum Durchgehen. Und das ist auch das Schöne bei Greatwood. Wir bekommen so viel Holz. So, was wir noch brauchen. Sind Schilder. Nein, die kann ich noch nicht nehmen. Hier der ganze Cobblestone. Hier kommt die ganze Erde rein. Erze, jo. Dann muss ich mal schauen. Alles, was hier an Rohärzen jetzt ist. Und es ist mal wieder Nacht. Kennen wir. Aber was sollen wir machen? Außer schlafen, was ich gerade getan habe. Oh, oh, ich habe ihn angeschaut, glaube ich. Bist du böse auf mich? Ich hoffe nicht, weil sonst habe ich ein Problem. Überlegt mal, wenn so ein blöder... Komm, lass hier mal alles hier rein.
Ja, wenn so ein blöder Enderman eine Kiste von euch klaut, wo euer wichtigstes Zeug drinnen ist. Ferrus, Gold, Silber. Warte, da war doch noch was. Dann haben wir hier auch noch mal Erze, wo? Stone. Und hier dann Steinerzeugnis. Das heißt, hier kommen Stone Stairs und die Wände rein. Redwood Planks, da habe ich noch ein paar. Wieso habe ich dich eigentlich nicht mit weggemacht? So. So, dann bist du jetzt die Food-Kiste. So, 8 haben wir jetzt wieder. Dann bist du Samen. Und du bist, was bist du? Du bist Dünger plus Apatit. Schreibt man nicht so Apatit? Ich hatte doch gerade noch was von dir da. Okay. Nein. Holz. Und ihr werdet die Saplings. Setzlinge. Setzling. Holz. Kies. Nein. Ach Mann. Kies plus Feuersteine. Nee, Feuersteine. Feuerstein und Gravel hier rein. Du wirst auch zur Erdkiste degradiert. Wir brauchen dann, glaube ich, noch eine Cobblestone-Kiste hier, aber nee, dann wirst du hier zur Sandkiste. Sand. Schöner, weicher Sand. Holzerzeugnis. Und hier kommen die Blumen rein. So, und ich schnappe mir jetzt hier mal das hier und lege hier mal alles von mir rein. Habe ich noch irgendwas schnell zum Essen, falls ich Hunger bekomme? Ja, es muss gehen.
Cobblestone. Da ist ein normaler Stein. Cobblestone. 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 Das war's. Dum, dum, dum. So, jetzt gehen wir an die Erdkiste. Ich glaube aber, das war's auch schon mit Erde. Dann nehmen wir noch sämtliches Holzzeug mit. So, Fackeln kommen extra. Hard Clay kommt auch extra, Sand auch. Da ist noch was. Greatwood Planks haben wir hier noch. Und noch ein bisschen Erde und noch ein bisschen und noch ein bisschen. Ja, da ist doch einiges noch hier jetzt zusammengekommen. Ach ja, ich vergesse jedes Mal, dass da dieser Hive ist und will da was reinsetzen. Erde. Baumstämme. So, mal ein bisschen sortieren, dann Holz, da kommt das hier rein. Das hier auch mal ein bisschen sortieren und Holzerzeugnisse kommt eh hier mit rein. Mal, ich schaffe es ziemlich schnell, das Ganze zu machen. Ja, Saplings. Ah ja, da könnten wir eigentlich auch mal was Spezielles machen. Kohle brauchen wir auch. Du bist Steinerzeugnis, du bist das. Du bist Grünzeug. Stone können wir auch verbraten derweil. Sand, du bist ein Setzling. So, Kies abliefern, noch eine Truhe für Holz aufstellen. Wieso habe ich dich hier jetzt eigentlich dabei? Ihr kommt hier unten rein. Dann kommt ihr hier rein. Du kommst auch mit dazu. Kohle. Ja, dafür werde ich jetzt auch noch mal ein paar, oder machen wir es anders? Ich habe doch hier bei den Holzerzeugnissen noch. Irgendwo müssen doch da noch meine Schilder rumliegen. Oder sind die jetzt hier in der Kiste mitgelandet? Die sind hier mit drinnen. Okay, dann kommt ihr jetzt hier hin. Kohle.
ein Erzeugnis bist du. Dann brauche ich aber noch neue Kistilines. Werk. Zeuge plus Waffen. Du hier unten bist die Tinkers Construct. Tinkers Construct Kiste. Da kommt sowas wie Gravel dann, nicht Gravel, sondern das Dings rein. Samen. Du bist noch Samen, soweit ich dich zuordnen kann. Dünger und Apatit. Apatite. Stimmt das Doppel-P wenigstens? Nein! Ist mir jetzt egal. Sand in die Sandkiste. So, Tinkers Construct und das Ganze haben wir auch. Dann bist du hier mal die Kiste, die ich nicht zuordnen kann. Hier kommen die Bücher rein. Und ist schon wieder Nacht, ja. Das ist mir jetzt egal. Alles mal hier mitnehmen. Da braucht man fast noch eine eigene Kiste für. Wie heißt's? Ach, sagt's doch. Für Köpfe. Du bist Holzerzeugnis, du bist Holz, du bist Gravel. Pfeile und das Ganze. Ihr seid Waffen. Und eine Pickaxe ist auch noch mehr dabei. Und ich kann jetzt nicht mehr sprinten, weil ich Hunger habe. Aufs Bett kann ich jetzt nicht zugreifen, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht kann ich ja hungrig hier drinnen nicht ins Bett gehen. Vorzustellen ist es. Oh ne, jetzt geht's. Da hat der Server wohl ein bisschen geleckt. Ah, und jetzt spielt mein Mischpult wieder ein bisschen verrückt. Denn ich habe jetzt auf meinem linken Ohr. Es hört sich so an, als wenn ihr beim Zahnarzt seid und der mit dem Bohrer kommt. Werkzeuge und Waffen. Nein, nicht. Du bist Holzerzeugnis. Ich kann nicht essen. Denke ich jedenfalls. Kies, Sand und Baumstämme und Blumen. Hm.
macht sich da nicht so schön. Na komm, dann bauen wir dich hier wenigstens ab und setzen dich nach rechts. Und du bist Soundcraft. So, funktioniert das jetzt wieder alles? Ja. Ich weiß ja nicht, vielleicht sollte ich als Versöhnungsangebot, oder was heißt Versöhnungsangebot, falls es jemandem nicht so gefällt, dass ich hier ein bisschen weitergebaut habe, das schöne Lager, ein bisschen Redstone in die Kiste legen. So, hey, hier ist Redstone. Was hier alles rumliegt, das ist nicht mehr feierlich. Das ist auch Soundcraft, da ist noch ein Buch. Mariculture. Das ist Grünzeug. Saplings. Da sind noch Bücher, da sind noch überall Bücher und Gravel. Noch mehr Bücher. Aber deswegen mache ich es ja. Blind ist hier auch noch. Und noch Liedblöcke. Ich habe gedacht, wir haben fast keinen Apatit mehr, aber da ist ja noch wirklich richtig viel drinnen. So, das ganze Soundcraft-Zeug wird jetzt auch mal da hinten rein buxiert. Ihr seid kein Soundcraft, ihr habt euch dazwischen gedrängelt, das ist böse. Ja, und es ist oftmals bei so einem Modpack sinnvoll, in diese Bücher zu schauen und zu lesen. Oh, da ist nochmal Erze. Wo? Und hier sind Blöcke plus Baggen. So, Sand habe ich jetzt nix. Apatit kommt hier wieder mit rein. Samen kommen wieder hier mit rein. Kann auch sein, dass ich jetzt hier mal Samen und Essen verhau. Nein, Setzlinge. Ich sollte auch die richtige Kiste nehmen. Gravel haben wir wieder, das ist auch mit hier drinnen. Holz haben wir dort. Und irgendwann wird das Lager so richtig, richtig schön sein. Und ich mache jetzt hier mal auch eine Grabstein- und eine Kopfkiste. Dass die Dinger sich nicht stacken. Aber ich weiß auch nicht, was wir damit machen wollen. Ich meine, braucht doch keiner wirklich, oder? Oder wie seht ihr das? Habt ihr daheim auch Grabsteine und sagt euch, ja, die lege ich mal irgendwo hin, falls ich die mal wieder brauche? Also, nicht so wirklich, oder? Aber jetzt sind sie da eingeordnet, deswegen werden sie auch hier eingeordnet. Grabsteine. Und Köpfe. Oh, einige stecken sich anscheinend.
Wahrscheinlich nur, wenn sie dieselben Informationen beinhalten. Hier ist noch Dünger, das heißt, ich könnte mir auch was zu essen holen. Die Truhe hier ist jetzt leer. Da bräuchte ich dann eigentlich auch mal mein Werkzeug. So. Mampf-Mampf-Truhe von Wookie. Dim 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 dim. So, du hier, nein, Fertilizer da nicht. Barley, du bist Seed und ja, das ist eigentlich nicht wirklich was zu essen. Deswegen legen wir dich hier rein. Wolle plus Baumwolle ist Amen. So, du bist wieder essen. Und da würde ich gern so eine Holz ist es, glaube ich. Ja, da brauche ich aber, glaube ich, Eisen dazu noch. Wenn mich nicht alles täuscht, also Eisen brauche ich auf jeden Fall dazu, ein Barren. Molten Iron, also Iron. Hab ich mir das jetzt richtig gemerkt? Nein. Das war Admod Bibliothekcraft oder wie das heißt. Und nämlich das hier. Oh, das sind Slabs. So, nein. Da fehlt noch eine Reihe. Spruce. So, und hier kommen unsere wichtigsten Sachen rein. Ich bin noch blöd. Natürlich geht der Chooser nicht rein, das ist ja kein Werkzeug. Ja, ich bin dumm. Dumm. Lassen wir das Ding stehen, vielleicht braucht es irgendwer. Ich klinge gerade ein bisschen unglücklich, oder? Eieiei. Mariculture ist ja auch noch da. So, das reicht jetzt hier erstmal. Und
Du bist ein Holzerzeugnis, genauso wie du und du. Nein, du bist Holz. Dann bist du das hier. Du bist ein Grabstein, genauso wie du. Du hast was mit Daumcraft zu tun und du bist ein Buch. Ja. Nein. Da. Werkzeug, Waffen, nein, ihr seid Tinkers Construct Grout. Und ich brauche schon wieder was zu essen. Nehmen wir dich, können wir hier irgendwas entsaften? Naja, dann nehmen wir einfach hier die Säfte, die schon vorhanden sind. Sollten uns ein bisschen aufheilen. Was renne ich denn jetzt davon? Ich bin schon ganz durcheinander. Holz. Irgendwann werden wir das schon noch schaffen. Glaube ich. Hoffe ich. So. Was legen wir hier rein? Hier kommt... Hier kommt Nützliches rein. Da kommt überhaupt nichts hin. Das heißt, hier sind Fackeln. Der Eimer. Herzego, da lege ich dich hier auch mit rein. Mariculture heißt der Mod. Bone Meal. Eigentlich ist Bone Meal ja auch Dünger. So, da oben ist jetzt auch nichts drinnen. Clay plus Salz. Dann haben wir dich auch schon mal los. Da ist doch... Oh Mann! Ich sollte abgewöhnen, mit einem Schild in der Hand auf irgendwas drauf zu klicken. Jedenfalls, solange ich dort kein Schild hinplatzieren will. Blümchen. Nützliches, die Fackeln. Silbernuggets. Hier sind noch Samen. Und ich hau noch mal hier jetzt zwei durch. Ansonsten werde ich, glaube ich, hier nicht glücklich.
28 Kisten, ja, wenn das mal nicht reicht. Ja. Kisten. Mobloot. Rotten Flash. Spider Egg, Enderpearl, Zombie Brains, Fire Charge. Entschuldigt bitte. Ihr wisst es ja mittlerweile. Gunpowder. Holz, Holz, Holzerzeugnisse sind auch Kisten. Mobloot. Sammeln wir hier einfach weiter aus den Kisten und schauen, ob wir noch irgendwas Neues hier ansetzen müssen. Ja. Das ist... Ich weiß zwar nicht, wie es heißt jetzt momentan, der Mod. Forest Tea. Noch was für Mariculture. Hier haben wir noch was. Clay. Cinnamon. Bald haben wir fertig. Bald. Es dauert nicht mehr lange. Dann haben wir endlich Ordnung. Silbernuggets, Eisennuggets. Hier sind noch Nuggets. Kohle, Kohle, Kohle. Clay ist hier, Salz ist auch da. Was ist das hier? Ist das ein Clay? Okay, das ist ein Clay Block. Erze, Blöcke und Bahn. So, Grabsteine habe ich keinen, aber ich habe Mariculture. Dann nehme ich mir hier diese Moss Stones da mit rein. Und die Knochen, die tue ich hier beim Mobloot mit rein. Mir das Ganze einfach ein bisschen einfacher. Bienen. So, ihr gehört zu den Blümchen. Cotton, das ist Wolle. Du bist noch Biene. Du bist im Endeffekt auch Mobloot. Eine Schüssel könnten wir unter Nützliches verbuchen. Das Zimt, wohin ich das tun soll. Weiß ich noch nicht. Ich tue es mal hier mit rein. Aufgeben tue ich hier nicht. Ich will am Ende hier einfach sämtliche Kisten abbauen und mich freuen. Soundcraft. Na los, kriegen wir hier alles rein? Ja. Und wir haben auch noch Brot. Und das war die letzte Kiste hier draußen. Ich werd verrückt. Die letzte Kiste. Die letzte Kiste. Ich hab gedacht, das hört gar nicht mehr auf.
So, du bist jetzt auch ins Blume degradiert. Kohle. Salz ist mit hier oben. Salz. Nützliches, die Bowl kommt hier mit rein. Ihr seid all drüben, Harden. Clay ist eigentlich auch mit bei Clay und Salz. Iron Ore, Berries. Mob Loot, Gunpowder. Tun wir den Schleim hier mal raus und nehmen dafür noch was extra. Machen wir hier Schleim plus. Nein, das ist kein Plus. Gummi. Schreibt man Gummi so? Schleim. Ja, Rubber habe ich da. Blümchen, ihr seid hier. Mobblut ist da. Wolle, Cotton. Schnee ist schee. Ich habe keine Ahnung, wer das gefarmt hat. Soll mir auch egal sein. Brown Pearl, Mariculture. Stone, da habe ich doch auch Stone gehabt. Oder liegt es noch draußen in der Kiste? Nein. Stone, Cobblestone, Steinerzeugnisse. Thaumcraft, Tin und das hier. Ich will jetzt nicht lesen, ich kann lesen, das weiß ich, aber wollen tue ich es jetzt momentan nicht. Mariculture, Cottonseed, du bist hier normaler Samen, ihr seid Thaumcraft, das hier habe ich unter Essen verbucht. Ihr seid Bücher, soweit ich mich erinnern kann. Nein, ihr nicht. Ihr hier. Holzerzeugnisse. Ich hätte hier aber noch in der Nähe gerne eine Kiste mit Lava. Mit Inhalt. Einmal mit Inhalt. Ich lauf blödsinnigerweise hin und her. Du bist auf meiner 1. 2, 3, 4, 5. So, und da werde ich jetzt was Schönes dann noch für Methos machen. Handling the Mad Dog. Okay, ich sag schon nix. Nein, ich verkneif's mir. Kann ich euch hier einfach so abbauen? Ja. Es bringt mir ziemlich wenig, vor allem weil es ziemlich lange dauert.
Das war blöd. Und ihr hört schon wieder, geht das Telefon. Nehmen wir den hier. So. Keine Kisten mehr hier. Ich dreh durch. Oh. Das ist das, was mir entgegenkam. Das hier sind wichtige Dinge. Da kommen auch noch Öfen daneben. So, hier wieder rein. Du bist Holzerzeugnis. Und bevor ich aufhöre, das, was ich angesagt habe, mit dieser wunderschönen Pickaxe, werd ich mich jetzt hier nach unten begeben. Wenn ich den Weg finde, da geht's runter. Ja, Ordnung halten hat lang gedauert. Sehr lang. Redstone. 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 Wie ich dich vermisst hab. Soll ich da hinterher springen? Ja, ich werd's machen. Redstone, wart auf mich. Oh, ein Jump and Run. Es wäre wahrscheinlich wesentlich einfacher, wenn ich was gegessen hätte. Und nicht so blöd wäre. Verlieh selbst arg unter. Das Lied passt jetzt auch gerade hier. So. Hatte ich da noch Redstone gesehen? Nein. Dann gehe ich wieder hoch und leg das Redstone, das heilige Redstone in die Kiste. Und beende die Aufnahme nach 1,5 Stunden hin und her und hin und her und hin und her und hin und her. Aber wir haben doch einiges geschafft. Wenn ihr überlegt, wie es am Anfang bei uns ausgesehen hat, also als ich auf den Server gejoint bin heute, und wie es jetzt hier aussieht. Mythos, freu dich. Kann ich die hier jetzt noch reparieren mit einem Bronze-Ingot? Dann lege ich die hier rein. Nehme mir auch hier ein Schild. Und schreibe. Ja, wieso gehst denn du nicht, Taste?
böse Taste. Okay, dann nicht. Dann machen wir es andersrum. Nur zum Farmen, nein. So, und hier ein großes V. Nur zum Farmen. Aus den Gründen, wie vorhin angesprochen, wenn ihr hier... Ja, so macht, wie ich es gesagt habe, dann kann es passieren, dass bei euch ziemlich schnell irgendwas davon geht. So, hier die Fackeln rein, aber ich werde mir meine Spitzhacke... Wobei... Nee, ich lasse das so. Und ich würde sagen, das hier ist ein richtig schönes Thumbnail für die Folge. Und würde sagen, ja, danke für das lange Ausharren. Wir haben jetzt endlich ein richtig schönes Lager. Oder was heißt richtig schön? Es ist auf jeden Fall, ja, komfortabel nicht, aber man kann damit doch einiges machen. Und hoffe, ich sehe euch beim nächsten Mal. Ciao.